Hi Leute, das ist Sanu hier. Ich musste tatsächlich jetzt einfach ein Video machen. Ihr seht hier, dass ich hier meinen Channel aufhabe und bin gerade die Kommentare am Durchgehen. Das Video, was ich gestern rausgehauen hatte. Ich meine, ihr habt es alle mitbekommen, dass Division Heartland gecancelt wurde. Und es bahnt sich so ein bisschen was an, wenn man durch eure Kommentare liest. Deswegen werden wir mal kurz überschwappen und ich mit euch mal das Ganze einfach nur mal kurz ansprechen. Ja, viele von euch haben gesagt, ja, vielleicht arbeiten sie dann weiter an Division 3, dann kommt das früher, dann voller Fokus aus DLC und Division 3 und so hin und her. Ich verstehe das voll und ganz, ich bin da absolut bei euch, ne? Ich möchte, wie kaum ein anderer, möchte ich ein geiles Division 3, ich möchte, dass das vorangeht. Aber durch das Gecancel von Division Heartland, was man mal verstehen muss, das Ganze ist ein Extraction-Shooter. Ne, ihr wisst, die Extraction-Shooter sind ja quasi, Division 1 hat es damals mit vorgemacht, tatsächlich mit Survival-Modus und mit der Dark Zone an sich damals, mit Vorreiter. Das war so die Zeit, wo die Battle Royale-Games so ihren Höhenflug hatten. Und die Extraction-Shooter quasi daraus entstanden sind. Ne? Quasi, ihr geht auf eine Map mit nichts. Am Anfang lootet euren Kram, müsst aufpassen vor NPC-Gegnern und vor anderen Spielern. Und dadurch entwickeln sich ganz dynamische Missionen, was total geil ist, vom Prinzip her total nice. Und dieses Spielprinzip übernimmt im Moment einfach immer mehr die Oberhand bei PvP-Spielern. Ne? Und ich muss da hier Greyzone. Ne? Einige von euch werden das kennen, dieses, ich glaube, das heißt nur Greyzone, oder? Auch ein Extraction-Shooter. Ultra beliebt im Moment. Warum? Ja, weil es ein geiles Prinzip ist, ne? Und ich sag euch, Heartland hätte da richtig gut reingepasst. Das wäre ein Third Person. Ich persönlich liebe Third Person, ne? Ich bin First Person mag ich nicht so. Third Person Division, das ist meins. Und wie geil wäre das gewesen? Es hätte auch einen PvE-Anteil gehabt. Und ich weiß, dass viele von euch keinen Bock haben auf PvP. Kann ich absolut verstehen. Alles super. Ne? Aber die hätten wenigstens mal reingeguckt, hätten den PvE-Teil gespielt, hätten gesagt, oh ja, gefällt mir von der Story her und werden dann weitergezogen. Ne? Aber für die ganzen PvP-Spieler und so wäre das absolut geil gewesen. Und wie nice wäre es gewesen, wenn ganz viele neue Spieler, welches das Spiel definitiv Potenzial hatte, ne? Einfach neue Spieler zu akquirieren. Es kommt nicht dadurch, dass es Free-to-Play ist, ist es für jeden frei zugänglich. Leute hätten reingeguckt und gesagt, oh geil, habe ich mal von gehört, noch nie gespielt, oh, das gefällt mir aber, was gibt's sonst noch im Franchise? Wisst ihr, was wir jetzt haben? Ein verkacktes Handy-Mobile-Game, das kommt. Weil einfach hier, ne? Weil einfach scheiß Kohle denen am meisten zählt. Ich find's einfach furchtbar. Ich bin kein Fan von dem Handy-Game, generell von Handy-Games nicht, weil einfach, abgesehen mal von der Story und so, von der Aufmachung her, sieht's total geil aus, ne, ganz klar, aber ich weiß aus erster Hand, das Ganze ist so abgespeckt, besonders was die KI angeht und das Gameplay hat seine Grenzen, weil es einfach ein scheiß Handy-Game ist. Das will ich nicht, da will ich nicht im Emulator spielen, das will ich einfach nicht, aber da zählt halt nur Kohle bei denen, ne? Da könnte ich mich schon aufregen wieder drüber, aber ist eine andere Sache. Ich bin wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Ich beantworte jetzt noch den Rest eurer Kommentare durch. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank für das Feedback, Leute. Ne? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, ich finde es persönlich wirklich schade. Schade für unser Franchise. Und es wirft leider einen bösen Schatten voraus. Ne? Free-to-play hin oder her. Red Storm hat gezeigt, was sie in Division 1 können. Ich weiß aus erster Hand, dass das Game richtig gut spielbar war. Richtig gut. Das hättest du rausbringen können so. Das sind andere Games im Early Access. War weitem nicht so weit gewesen wie das. Und man muss echt Angst haben. Bei Ubisoft läuft das einfach nicht im Moment. Die, keine Ahnung, irgendwie fehlt deren... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was los ist bei denen. Weißt du, wie kannst du sowas wie X-Defiant einem Arena-Shooter einen Vorrang geben, wo du doch schon mit Siege einen geilen hast und du Call of Duty gegen Call of Duty antrittst, die auch viel Scheiße bauen, aber immer wieder zeigen, an uns kommt eh keiner vorbei, was das angeht. Das wird in der Versenkung verschwinden, X-Defiant.
bin ich persönlich felsenfest überzeugt, obwohl ich das nicht wünsche. Es gibt einige, die mögen das, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So, der Fokus der Spieler, das, was die wollen, liegt auf Greyzone, liegt auf Extraction Shooter und würde definitiv auch auf Heartland liegen. So. Soviel dazu, genug geschwätzt. Haut mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Danke euch. Ciao.